Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Wir sind hier bei unserer Rettungskapsel, weil bis nach Hause hätte ich es nicht mehr geschafft. Ich habe schon ein bisschen zwei Flaschen runtersaufen, also Wasser. Es war schon recht knapp. Und da wir eh schon hier sind, ist ja wurscht, benutzen wir halt den Kommunikator. Mal schauen, ob es noch Überlebende gibt. This is Life Pod 2, coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Obwohl, vielleicht kann man es dann helfen. Ich meine, ich habe jetzt nur die Seemotte. Aber wenn ich kurz aussteige und die anderen könnten einsteigen, wäre das ja schon geholfen. Koordinaten. Zweitrettungskapsel Nummer 2. Hier. Rot. Unbedingt rot. Rot, 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 rot. Wo ist rot? Hallo? Da. Vollgas. Es ist sehr weit. Vielleicht haben wir Glück, wir können ihnen das Leben retten. Vielleicht war ich hier die ganze Zeit wirklich zu spät, weil ich mich immer um andere Sachen gekümmert habe und habe die sterben lassen. Boah, das wäre gar nicht schön. Vielleicht... Boah, 500 Meter nach oben tauchen ist halt echt... Boah. Da müssen sie gute Schwimmer sein und eine recht gute Ausrüstung haben. Wenn die gleich ausgestattet sind wie wir, haben die armen Schweine ja fast keine Chance. Zum Glück haben wir die Seemotte, alte Schwede. Es ist halt echt ärgerlich, dass ich den Zyklopen noch nicht habe. Wahrscheinlich mit den Zyklopen hätte ich ihnen problemlos vielleicht das Leben retten können. Mahlzeit. Der futtert da gerade nämlich. Ich habe jetzt auch meine Taschen nicht ausgeleert. Ich wollte eigentlich den Dung derweil in die Rettungskapsel schmeißen, aber jetzt da bin ich ehrlich gesagt nervös. Ich habe ja auch so ein schönes Schrottding, ne? War ich da schon drin? Schaut nicht aus. Boah, oder doch? So, nichts wie hin zu ihnen. Ich hoffe, ich komme dann nochmal ordentlich zurück, aber normal, wenn ich mich wieder an die Rettungskapsel, wow, halte, sollte das kein Problem sein. Ich sollte vielleicht das Licht ausschalten, dass mich die Viecher jetzt gleich sehen, ne? So, nix wie runter. Die haben das never ever überlebt. Niemals, wenn da schon jetzt schon so viele Viecher sind. Gar keine Chance. Aber ich sehe schon. Okay, das hat gerade ausgeschaut, wie wenn hier ein Wrackteil wäre. Da habe ich mich schon kurz gefreut. Aber dem ist nicht so. So, gleich sind wir da. Oh nee. Oh nee. Oh nee. WTF. Ach du Heilige. Muss das sein? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Kann ich hier rein? Passing 200 Nein. meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Wo kann ich hier rein? Hier. Wow, rein hier. Wow. Integrating new PDA data. Ist noch irgendwas für mich? Na, schaut nicht aus. Schnell zum Motto zurück. Wow. Lädt wieder ein bisschen. So, ich sollte mich hier verdrücken. Was ist denn da hinten drin? Licht, ne? Achso, und der Alien schon wieder da, der ekelhafte. Ich sollte mich verschießen. Da wäre sowas zum Scannen gewesen. Das Viech da auf jeden Fall. Das Viech da. Ich weiß nicht, ob ich mir das trauen soll. Überleben der Aurora. Ich weiß nicht, ob das mich angreift und ob ich sterben könnte.
Ich lasse das, glaube ich, lieber. Hä? Soll ich nicht? Ich bin hin und her gerissen. Na, okay, hau schon ab. Bin schon weg. Tschüss. Aber schon flotti. Ciao, ciao. Ja, nix hier weg. So. Wo bin ich hier? Ich muss hierhin zurück quasi. Damit ich nochmal das Wrack dort untersuchen kann. Ob vielleicht dort eventuell was für unseren Zyklopen wäre oder für den Mehrzweckraum oder im schlimmsten Fall gar nichts. Aber untersucht werden muss es. So, während ich hier so hoffentlich Sicherheit bin, können wir uns das hier mal anschauen. Sprachaufzeichnung. It's working. Okay, good news. We're alive and we've stopped sinking. Bad? The oxygen's going to run out in 30 minutes and we're 500 meters down. What do we do? We'll have to use the remaining juice to send a distress call and build whatever gear we can. Then we find a way to the surface. Einen Weg zurück zur Oberfläche. Okay. Das heißt, theoretisch... was war das jetzt gerade? Da blitzt immer. Das ist so beunruhigend. Ehrlich. Ich denke immer, hier gibt es Wrackteile, aber da ist nichts. Da hinten war was, ne? Einen Weg zur Oberfläche. Das heißt, hier ober uns müssten sie dann theoretisch sein, ne? Wer? Sollte ich mir vielleicht dann auch mal anschauen. Ich bin lebensmüde. Ich bin absolut lebensmüde. Ich hätte halt schon gern diese Wrackteile gescannt davon. Aber es könnte auch sein, dass ich schon mal hier war. Es ist immer möglich. So. Sind wir von Verfolgern sicher? Ich glaube. Wo ist mein Reparaturwerkzeug? Bist du das? Bitte einmal reparieren. So, das hätten wir schon mal. So, dann den Scanner. Mal schauen, ob sich hier für uns irgendwas, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Ja, Scannerraumfragment. Okay, das brauchen wir nicht unbedingt. Das brauchen wir nicht unbedingt. War ich denn hier wirklich schon drinnen? Schubkanone. Batterieladefragment. Jawohl, ich habe gewusst, dass sowas geben muss. Nice, da brauchen wir noch einen Drum dafür. Bitte, hoffentlich gibt es hier noch ein zweites. Ja, ja, ja. Hervorragend, ich bin gerettet. Ich freue mich. Ich freue mich. Ein Drum, was ich unbedingt haben wollte, gefunden. Wie geht's weiter? Oder ist das jetzt nur tatsächlich? Ich sollte zuerst noch Luft holen, glaube ich. Geht's hier auch weiter? Tatsächlich. Guten Tag. 30 Sekunden. Oh, ja. Ich muss hier raus kurz. Mein Mötchen, wo bist du? Da hinten, lol. So. Zack. Mal kurz Licht machen. Und ein Stückchen näher hier ran, bitte. So. Licht aus und rein wieder. Das ist super. Ich freue mich. Batterieladestation, nochmal Tür öffnen. Jetzt geht's recht tief rein. Ich sollte vielleicht auch eine Lampe benutzen. Aha, hier geht's wieder raus, lol. Hallo, guten Tag. Ich will hier wieder rein. Bitte. Danke. Dann hier, versiegelte Tür. Okay, da brauche ich einen Laser. Calorie intake recommended. Aha, hungrig bin ich auch. Ein bisschen muss ich noch durchhalten, ich hätte den Riegel mitnehmen sollen. Batterie leer? Echt wahr? Lol! Ich habe jetzt keine mehr, ne? Ach, Kacke! Grrr! Geh wie lästig! Ja, man sollte immer eine Ersatzbatterie dabei haben, richtig.
Kacke. Kann ich nicht eine ausbauen von einem... Könnte ich schon, oder? Warte mal. Könnte ich hier nicht... Kurz Luft geholt. Habe ich noch was zum Essen mit dabei? Kann ich hier noch irgendwas... Den Gelsack. Nee. Warte mal, ich muss kurz aussteigen. Wird mal angenommen. Mal angenommen. Warte. Was? Batterie entnehmen. Geht das so, wie ich das möchte? Neuen Energie. Hier zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier... Batterie entnehmen. Und wenn ich jetzt hier... Keine Energiequelle. WTF? Habe ich die jetzt komplett weggeschmissen, oder... Ah, weil ich keinen Platz habe, ne? Dieser Kackpilz da echt. So, wo sind jetzt meine Batterien? Es wäre, glaube ich, die Idee nicht schlecht gewesen, aber ich finde jetzt meine Batterien natürlich wieder nicht. Ich brauche wieder mal Luft. Welcome aboard, Captain. Ja, ich wäre gerade leicht unrund. Jetzt ist die Frage, habe ich die jetzt weggeschmissen oder was? Also wirklich komplett weggeschmissen, oder... Na, da ist was. Also das ist nur die... Wo ist meine Taschenlampe? Würdest du dich bitte... Das ist auch so... So komisch. So. Aha, da geht's. Hat das jetzt hingehauen? Okay, ich glaube. Komisch. Das war jetzt komisch. Egal. So, nochmal aussteigen. Und dann beenden wir das mit der Tür hier. So. So. Ja, mit dem Scanner. Was haben wir hier? Halt. Schubkanone schon wieder. Ist hier irgendwas von Bedeutung? Modifizierungsstation. Ja, die ist, glaube ich, auch wichtig. Die brauchen wir ja noch für... Tauchdock, irgend sowas. Batterie. Nochmal Batterie. Es wäre nochmal so eine... Da, Modifizierungsstation, die wollte ich haben. Sehr gut. New Blueprint acquired. Ja. Sehr, sehr gut. Was war denn hier noch? Nochmal Batterie. Sehr viele Batterieladestationen, aber die bauen wir jetzt dann sofortigst. Was habe ich? Titan? Ein bisschen Titan habe ich auch. Ja, ist schon okay. So, passt schon mal fürs Erste. Dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir weiterkommen. 30 Seconds. Ja. So, nichts wie nach Hause. Das hat sich schon mal gelohnt. In der Tat. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Ja. Ja, ich muss nur noch was zu essen finden. Also das war gerade sehr, sehr super. Muss man sagen, jetzt muss ich nur noch sicher nach Hause kommen. Dann haben wir eh noch unseren Riegel. Und ja, dann hauen wir uns den vielleicht schnell rein, bevor wir sterben. Jo. So ungefähr. Ganz optimal wäre es dann noch, wenn man vorher noch was zu essen finden würde, denn per Zufall. Aber ich glaube, das Herstellen wird schon eine Zeit brauchen. Hm. Mal schauen. Auf jeden Fall mal schnell nach Hause. Jo. Und auf jeden Fall, so schnell es geht, die Batterieladestation bauen. Und dann können wir schon fröhlich Batterien aufladen. Dann brauchen wir auch keine mehr herstellen. Haben wir wieder einen Haufen Ressourcen gespart. Sehr, sehr gut. So. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Abmarsch in die Garage. Welcome aboard, Captain. Servus. So. Dann kann ich hier, was ich auch in die Kommentare gelesen habe, danke dafür übrigens auch,
Ich hätte gar nicht müssen so viele Fenster zerstören und verschließen. Es hätte voll und ganz gereicht, wenn ich geschaut hätte, dass die Panzerung auf 0 oder auf 1 gewesen wäre oder so. Ja, ich habe halt übertrieben wieder mal. Ein bisschen. Nee, nur ein bisschen. Nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So. Ich brauche mein Salz. Ich will den Regel nicht essen. Ich muss was jagen noch schnell. Habe ich noch Platz? Ja. Ich muss ganz schnell noch was jagen. Oder ich hole mir schnell eine Pflanze da oben. Na, die hat nicht Platz. Ich brauche ganz schnell was zum Essen. Ein Glubschi wäre jetzt hervorragend. Danke, das reicht mir schon. So, den werden wir jetzt kochen. Dann ganz schnell unser Wasserle machen. Und ja, dann sind wir wieder ein bisschen safe. So. Also Mampf. So, gekocht. Passt. So, schnell runter damit. Vital signs stabilizing. Sehr gut. So, dann noch schnell ein bisschen Wasser machen. Ah, hier könnte ich auch gleich den reinschmeißen. Die Batterien werden wir jetzt, werde ich auch gleich. Eine leere habe ich, ja. Werde ich mir auch gleich alle einverleiben und sie dann gleich nach Möglichkeit aufladen, die leeren und die halbleeren. Und dann haben wir wieder einen richtig schönen Batteriespeicher. Das passt. So, schnell Wasser noch schnell. Genau. So, gut. Dann sind wir schon wieder ein bisschen safe. So, zum Wohl. Vital signs stabilizing. Karamend eine. So. Gut. Halt. Wir haben einen Haufen Quarz. Wo ist der Quarz? Hier. Zack, 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 zack. Mal hier drinnen ein bisschen. Ja. Was haben wir hier noch Platz? Hier haben wir auch noch ein bisschen Platz. Da könnte ich die die Batterien lasse ich noch. Wobei, ich glaube schon mal kurz. Warte mal. Was braucht man denn bitte schön für die Batterieladegeschichte? Bla bla bla. Der Malklinge. Hä? Modifizierungsstation. Ah, ja, ja. Kocht und sterilisiert kleine Organismen zum sofortigen Verzehr. Ich liebe es. Ich liebe es. Die Taucherflasche mit ultra hoher Kapazität. Ich liebe es. Ja. Ja. Da haben wir uns ja schon mal ein bisschen vorbereitet mit der Taucherflasche. Die habe ich ja schon hergestellt. Lithium müssten wir auch mehr als genug haben. Oh yes. Krebs-Torpedo-Arm. Den werde ich auch mal bauen. Scannerraum. Sichtfeld-Chip. Bla bla. Zyklop-Geschichte. Fundament bla bla. Mehrzweckraum. Tauchdock-Scanner bla bla. Wärme bla bla. Ich glaube, Modifizierungsstation, die werde ich jetzt dann bald einmal bauen. Ladestation hier. Kabelsatz und Kupferdraht. Okay. Was brauchte ich? Kabelsatz, Kupferdraht. Kupferdraht ist klar. Kupferkabelsatz war, glaube ich, auch irgendwas mit Kupfer. Kabelsatz. Na, falsch. Silbererz war das. Okay. Silbererze. War hier noch irgendwas mit Kupfer drin? Na. Nur Lithium und Quarz. Ja. Batterien auch noch. Passt. Hier drinnen haben wir Kupfer, Silber. Das sollte schon mal passen. Dann probiere ich mal mein Glück, ne? War das hier dabei? Nein, hier dabei. Einmal der Kupferdraht. Einmal der Kabelsatz. Jetzt ist die Frage ist das. Brauche ich jetzt hierfür den
Dingsbums. Ich glaube, den Konstruktionswerkzeug brauche ich, ne? Das war der Laserschneider. Wo bist du denn? Warst du das? Warte mal. Laser, Reparatur. Ah ja, Konstruktion. Passt. Halt, da war das der hier. So. Ich möchte bauen. Einmal die Batteriegeschichte. Hat das hier noch Platz? Aha. Warte, schön zentral. Nach Möglichkeit. So, das passt hier ganz gut. Zack, brak. Sehr gut. Machen wir gleich mal auf. Eine leere, die ist voll. Passt, die können wir schon einmal. Dann 8% Energie, da würde ich sagen. So. Würde ich mal sagen, warte kurz. Also die muss komplett auf 0 sein, ne? Sonst klappt das ja nicht. Reparaturwerkzeug. Da werden wir jetzt gleich eine neue einbauen. So. Passt. Eine leere habe ich jetzt dafür nicht, ne? Weil die habe ich ja vorhin rausgenommen. Okay. Dann kann ich hier hinten schon noch 3 weitere nehmen. 1, 2, 3. Und kann die schon mal reinschoppern da drüben. So. So. Zack. Zack. Und zack. Hihi. Ich mag das. Lädt auch ganz recht flott, muss man sagen, ne? Super. Hihihaha. Ich freue mich. Mit Anzeige. Also, das Spiel ist echt cool. Ich mag es. So, und hier. Oh, das schaut nicht so super aus. Das muss ich noch abmontieren. Jetzt habe ich vergessen, dass man hier noch was sehen muss. Dann werde ich das etwas weiter hier rüber dann postieren und das etwas hier rüber. Da muss ich das jetzt aber zerstören, ne? Ja gut, bei dem wird es ja schon gehen, ne? Konstruktionswerkzeug. Mit Que. Zack. Dann baue ich das nochmal neu. Okay, so weit herüben kann ich das gar nicht. Da muss ich das noch, auch noch kaputt machen. Ich lasse es jetzt mal, oder? Mache ich das noch schnell? Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ist ja wurscht. So, so und so. Machen wir das schön. So. Hoppala. Machen wir das schön. Na, machst du es kaputt jetzt mal? Hallo? Da, geht ja. Zack, machen wir das bitte in schön. So, dann kann ich das vielleicht etwas höher tun. Calorie intake recommended. Ja, ich bin eine Frau. Ich brauche nicht so viel zu essen. So, und... So, ha? Huh? Und das nochmal. So. Ja. So, schön bauen, bauen, bauen. Und hier auch nochmal. So, jetzt passt besser. Hä? Keine Energie. Haha. So. Siehst du, das geht schon. So, jetzt geht's. Jetzt passt's. Zack. 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 Und zack. So muss das ausschauen. Ja, so ist das schön. Genau. So. Hä? Was haben wir hier schon wieder? Hoppala. Destroyed mode. Patrol. New targets unaccounted for. 1. Hilfe? Suchen die nach uns? Hey, ich will hier in Frieden leben. Okay? Gesindel. Suchen die nach uns? Ich bin nicht zu Hause. Schalt das Licht aus. Alter. Hört's auf damit. Gottes Willen. Naja. Ich fürchte, die wollen uns umbringen. Es wird Zeit, dass wir von hier verschwinden. Ja, ganz eindeutig. Okay. Wir brauchen was zu essen schon wieder. Ich habe jetzt ein bisschen was Zeit getrödelt.
So, ich hoffe, dass wir hier verschont bleiben. Das wäre mir echt lieb. So, Essen. Ich bräuchte Lebensmittel, bitte. Ich bin... Aha, da hinten ist nicht so super. Die Viecher werden lästig, echt. Weil ich will lieber an Land gehen, glaube ich, und mir oben ein paar Früchtchen holen und die wegessen. Ach, du Heilige. Ja, ich fürchte, von unseren Kollegen ist niemand mehr übrig. Die sind scheinbar allesamt, ja, draufgegangen. Ah, es wird hell. Sehr gut. Kann ich gleich mein Messerchen auspacken? Ich sollte vielleicht nicht alle Bäume komplett ruinieren, damit sie sich wiederholen können, ha? So, nom, nom. Vital signs stabilizing. Ja. Da. Ich hoffe, dass sie respawnen können. Also die... Zack, zack, zack. Nom, nom und nom. Ja, jetzt geht's wieder einigermaßen. Eins können wir noch. Zwei. So, und jetzt sind wir wieder richtig satt. Genau. So, ein paar gute Vitamine, die schaden ja nicht. Ich fürchte, wir müssen schauen, dass wir unsere Rakete zusammenbringen, ne? Weil ich habe keine Ahnung, ob wir gegen die Aliens überhaupt bestehen könnten, wenn die uns angreifen, das echt hier im Spiel vorkommen soll, um Gottes Willen. Das wäre aber nicht schön. Ganz und gar nicht schön. So, ich möchte ja was bauen, ne? Also, die Batterie haben wir jetzt schon. Grüß Gott. Die Batterie haben wir schon. Ich möchte aber auch gleich den Modifizierungsdingsbums da machen. Den Modifizierer-Dings da. Jetzt ist nur die Frage, wo stelle ich den auf? Den da. Computerchip und Blei. Ist kein Problem, müsste beides gehen. Fortgeschrittener Fabrikator zur Modifizierung von Überlebensausrüstung. Okay, dann könnte ich eigentlich theoretisch neben den Fabrikator hinstellen. Wenn es Platz ist. Mal schauen, wie groß das drum ist. Sonst muss ich ihn vielleicht irgendwie so, hier so, oder da so, dass ich ihn vorbei kann, irgendwie da so hinstellen. Sehen wir dann eh. Blei. Habe ich hier noch was drinnen? Blei. Computerchip will er haben. Was brauche ich dafür? Computerchip. Warte, warte. Warte, warte. Der Part ist auch gleich zu Ende. Scannerraum, Dingsbums. Noch ein Stückele. Wo ist es denn? Hier. Tischkoralle 2 und Kupferdraht. Ich glaube, ich habe nur mehr eine Tischkoralle. Richtig. Das heißt, ich muss eine Farmen gehen. Mist. Okay. Okay. Da muss ich kurz mal weg. Ich hätte jetzt können zu Seemotte einsteigen. Wäre besser gewesen. Motti! Hey, das geht doch so. Lol. Platsch! Ja. Grüß Gott. Ja, es ist wieder stockdunkel und ich brauche eine Tischkoralle. Hier so noch nicht ein Stück rüber zu unserem Zuhause, glaube ich. Habe ich Platz? Ja. Bei der Gelegenheit könnte ich auch gleich wieder nach Salz Ausschau halten. Nach Salz vorkommen. Was ist da geschwommen? Für ein Ungetüm? Ich habe nur eine Schwanzflosse gesehen. Nachdem es uns nicht anbrüllt, will es uns wahrscheinlich auch nicht, hoppla, nicht essen. Da haben wir ein Salz, das muss ich sofort mitnehmen, weil mir geht es... Doch, es will uns fressen. Jetzt finde ich das Salz nicht an. Hier. Ein Bürscher. So. Du. Das war ein Bürscher. Okay. Vorne haben wir noch Salz. Es hilft nichts. Ich muss das zusammensammeln. Auch hier noch eins. Wie geht das Salz nämlich aus? Ich brauche gutes Wasser. So. Du. Da wäre auch noch mal eins. Muss ich mir leider auch holen. Zack.
Was war hier noch? Kalksteinchen. Chichon. Bin ich voll? Nein. Aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, einsteigen wieder. So. Jo, ich glaube, das ist der Wahl mal genug. Jetzt brauche ich noch eine Tischkoralle. Da wäre noch mehr Salz. Alter, ich will, wenn ich mit Salz nehme, oder? Ah nein, es ist so ein Behälter. Oh, da drüben tatsächlich. Hier hätten wir noch eins. Zack. So, das dürfen wir genügen. Das erste. So, ich brauche jetzt noch immer die Tischkoralle. Das heißt, ich schwimme mal zurück zu unserer Rettungskapsel. Oder ich fahre zurück in dem Fall. Und beende den Part. Und dann hole ich mir die Tischkoralle. So. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!